Herzlich willkommen in Bohlingen, 1250 Jahre Bohlingen. Wir machen heute einen kleinen Spaziergang rund um den Galgenberg. Und das hier ist ein ganz komischer Verein, der sich für Atomstrom ausspricht. Könnt ihr euch selber den QR-Code anschauen, wenn euch das interessiert. Mich interessiert es nicht. Mich interessiert hier vielmehr der Galgenberg und am Ortsausgang von Bohlingen Richtung Singen geht es dann rechts hoch an dieser Kapelle vorbei. Und dann ist das Ganze auch schon gut ausgeschildert eigentlich. Wir wollen zunächst mal zum Aussichtsturm. Plattform heißt der. Seht ihr vielleicht später noch, warum der so heißt. Das Dorf Bohlingen ist sehr schön gelegen. Hier sehen wir den Kirchturm am Chinaberg, den wir hier im Hintergrund sehen. Und wenn wir Richtung Singen blicken, sehen wir hinten schon diverse Hegau-Vulkane. Das sehen wir aber später noch genauer. Hier ist ein kleiner Garten mit Stacheldraht abgezäunt, warum auch immer. Wahrscheinlich, dass sich niemand an diesen Apfelhaufen, an diesen vergammelten vergreift. Hier wird außerdem auch Wein angebaut. Und hier jetzt nochmal die angesprochenen Hegau-Berge. Das hier im Hintergrund dürfte der Hohentwiel sein. Hat sich also auf den zweiten Blick erschlossen, was das ist. Das ist ein sehr großes Insektenhotel. Und hier sehen wir jetzt auch das Weingut, das hier den guten blauen Spätburgunder anbaut, unter anderem. Leider waren die anderen Schautafeln ziemlich zugewachsen, die den anderen Wein beschrieben haben, der hier noch angebaut wird. Und das hier, wie gesagt, ein überdimensionales Insektenhotel, das aber auch wirklich zu funktionieren scheint.
Hier geht es jetzt links nach oben und rechts geht es weiter zu dieser Kapelle und da haben wir erstmal eine kurze Pause gemacht, bevor wir dann den Weg weiter nach oben verfolgt haben. Und da geht es anscheinend runter ins Dorf. Ist allerdings ein recht wilder Weg. Sehr schöne Landschaft hier. Das dürfte das Dorf Bankholzen gewesen sein. Und jetzt geht es hier den Weg hinauf. In Richtung Plattform Aussichtsturm und er heißt einfach so, weil er die Form von einem Blatt hat. Ich denke, ihr seht das aber noch. Immer wieder gibt es hier so kleine Schautafeln, wo ein bisschen was zur Umgebung und zur Natur erklärt wird. Und wie ihr hört, war es auch ganz schön anstrengend zwischendurch. Lasst das aber mal so drin. Ja, so ist das halt beim Wandern. Das dürfte die Stadt Radolfzell sein im Hintergrund. Und das hier vielleicht Moos, bin mir da aber nicht ganz sicher. Ein Dorf kurz vor Radolfzell. Bohlingen gehört übrigens offiziell noch zur Halbinsel Höri. Und obwohl das hier mehr oder weniger stark bewirtschaftet wird mit Wein und so, habe ich doch das Gefühl gehabt, dass es hier ja, sehr friedlich, wenig Müll, sehr natürlich viele Insekten unterwegs. Und wie ihr hier seht, ist das anscheinend auch beabsichtigt. Also wird ja alles erklärt hier, was das für Lebensräume sind und für welche Insekten und Tiere. Und Vögel, Schmetterlinge. Und ich zeige euch das jetzt nochmal im Weitwinkelobjektiv, wie das hier aussieht. Sehr schön. Jetzt sehen wir gleich den Turm von unten und den werden wir jetzt besteigen. Streifzug durch die Bohlinger Geschichte und dieser Turm hat eben die Form eines Blattes und drum heißt er so, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, Plattform Galgenberg. Und da oben waren allerlei Fliegen und Bremsen, keine Ahnung woher die kommen, die waren ein bisschen lästig, aber davon abgesehen hat man einen echt tollen Rundum-Panoramablick auf den Bodensee mit der Stadt Radolfzell im Vordergrund, auf die Hegau-Berge, die ich schon gezeigt habe teilweise, und auf den Chinaberg. Also Bohlingen liegt so wirklich schön gelegen mittendrin. Die Weinberge sieht man natürlich auch und oben sind dann auch so Schautafeln angebracht, auf denen man sieht, was man sieht, wenn man in die Ferne blickt. Wir sehen das später auf den Drohnenaufnahmen noch etwas besser, deswegen gehen wir jetzt auch gleich wieder runter vom Turm und suchen uns ein nettes Plätzchen, wo wir die Drohne starten können.
Bis wir dieses Plätzchen finden, dauert es aber noch ein bisschen und so geht es hier weiter. Vorbei an diesen schönen Wiesen, vorbei an Weinen bzw. Weintrauben, rechter Hand. Und das hier ist das Flaschner Loch, das sogenannte, das hier auch nochmal extra erklärt wird. Eine Hundehaufentüte im Busch, keine Ahnung, was das soll. Sauerei, sowas. Das ist ein sehr interessanter Wald mit so einem Blätterdach. Ich weiß nicht, ob der natürlich so gewachsen ist oder ob das gewollt ist, dass der so wächst. Habt ihr vielleicht in meinen Shorts schon gesehen? Hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zu den Drohnenaufnahmen. Hier das Dorf Bohlingen, China Berg im Hintergrund, wie schon vorher gezeigt. Bankholzen hinten am Fuße des China Bergs, Moos, Bodensee, Radolfzell ganz links. Links von Radolfzell dürfte Böhringen liegen. Dann sehen wir hier jetzt wieder den Hohentwiel und rechts davon müsste die Burgruine Hohenkrähen sichtbar sein und links davon der Hohenstoffeln. So, und jetzt geht's weiter auf dem Rundweg, den wir irgendwann nach rechts abbiegen. Und dann wieder zurück ins Dorf. Insgesamt waren das so 3, 4 Kilometer, denke ich. Mit relativ wenig Höhenmetern, aber ihr habt es gehört, zwischendurch musste man sich dann doch mal ein bisschen anstrengen. So, das hier ist jetzt eher über Felder und Wiesen. Vorbei am alten Wasserwerk. Und hier wird auch nochmal der Panorama-Rundweg erklärt, den wir jetzt quasi beschritten sind. Ich glaube nicht in voller Länge, aber immerhin. Sehr schönes Gemüse habe ich noch gesehen. Bin ich immer daran interessiert. Bin ja selber auf dem Balkon ein bisschen am Anpflanzen. Ein Baumhaus, fast schon eine Villa, kann man sagen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch durch. Das war unser Ausflug hier in Bohlingen. Der Galgenberg-Rundweg. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo und oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.